Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Schwarz und Weiß in den Katakomben im Haus der Bildung. Heute ist mein Gast Anna Nowakowski von That Burger, Inhaberin, Besitzerin, Betriebswirtin und Wirtin in einem. Das erste Mal, dass ich das wirklich kenne. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Anna, wie war dein Tag? Der war bis jetzt wunderbar. Ich habe um 7 Uhr habe ich meinen Tag gestartet heute. Bin ein bisschen laufen gegangen. Dann habe ich angefangen, ein bisschen Büro zu machen. Und einkaufen musste ich. Und ja, und jetzt bin ich hier. Ja, schön. Und danach geht's weiter. Wir sind ja hier wegen Corona auch im Grunde genommen. Dein That Burger ist jetzt seit 18. März zu, macht jetzt wieder auf oder hat schon aufgemacht? Wir hatten in dem Sinne nie zu. Wir haben To-Go und Lieferservice gleich angeboten. Und haben seit letzter Woche Montag wieder auf. Und das ist jetzt die zweite Woche. Sehr spannend. Man fühlt sich, als ob man gerade neu wieder aufgemacht hat. Hat Corona dein Leben verändert in den letzten Wochen? Hat es positive Auswirkungen gegeben oder mehr negative? Corona hat, glaube ich, jedermanns Leben extrem verändert, auch meins. Ich muss sagen, ist immer schwierig. Also, wenn man jetzt mal das Geschäftliche und das Finanzielle weglässt, war es doch sehr angenehm, weil man wieder zur Ruhe gekommen ist, sich entschleunigt hat, Zeit hatte, um über vieles nachzudenken, Zeit hatte vielleicht auch mal für den Haushalt. Für meine Dachterrasse. Aber finanziell gesehen, das ist natürlich schon eine sehr, sehr extreme Zeit. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann, ich glaube, das ging bei fast keinem spurlos vorbei. Hast du Musik, die du mit dieser Zeit verbindest? Also hast du eine Corona-Playlist, die du in 10 Jahren noch hören willst? Das tatsächlich nicht. Ich höre sehr gerne Allgemeinmusik. Musik ist für mich, ich stehe mit Musik auf und ich gehe mit Musik ins Bett. Also von dem her, so eine Playlist habe ich nicht, aber ich hatte Zeit mal, um alte Lieder wieder zu hören. Das muss ich sagen, das hatte ich tatsächlich. Oder auch mal meine Playlist mal durchzuhören. Das hatte ich auch, da habe ich auch meine Zeit gehabt. Bei mir ist es Bob Dylan, also zum Thema alte Okay. Lieder, ja. Das ist so, für mich ist Bob Dylan die Musik, die mich jetzt mit dieser Zeit verbindet. Ja. Und ausgerechnet jetzt bringt er eine neue Platte raus. Das ist fantastisch, ja. Sehr gut. Als alter Mann nochmal. Burger, ihr macht spezielle Burger aus regionalen Produkten, Genau. auch vegetarisch, auch vegan. Ja, sehr wichtig. Also gerade auch, weil das natürlich auch die Zeit erfordert, auch mal Alternativen anzubieten. Und ich für mich selber auch gemerkt habe, dass es tatsächlich auch gut tut, vielleicht nur zweimal die Woche Fleisch zu essen. Und wenn man Fleisch isst, dass man vielleicht auch mehr darauf achtet, was man isst und woher es kommt. Und das versuchen wir so gut es geht natürlich umzusetzen bei uns. Und sonst würde ich das nicht machen. Das müsst ihr mal probieren. Ich habe es wirklich noch nie probiert. Schande So, über ja, deine ich Haut. schalte über mein Haupt, genau. Also versprochen, ich werde es probieren. Es gibt ja die Klima-Challenge, die auch hier bei mir im Haus entwickelt worden ist. Und da ist ein Punkt auch, fleischarm oder fleischlos sich zu ernähren. Und also ich werde es tun, versprochen. Sehr, sehr gern. Wo fährst du dieses Jahr in Urlaub? Oder gibt es das dieses Jahr nicht, weil der Urlaub schon war? Der Urlaub war tatsächlich im April. Und da ich ihn nicht antreten konnte, habe ich ihn auf meiner Dachterrasse genossen. Aber es hat mir sehr leid getan, weil ich habe diesen Urlaub eigentlich wirklich, also diesen Trip hatte ich eigentlich schon 5 Jahre vor. Und habe mich endlich dazu entschlossen, das zu machen. Und dann war es doch nicht, leider. Aber das werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr hoffentlich nachholen. Dieses Jahr glaube ich eher nicht. Und wenn, dann wird es eher spontan sein. Aber ich glaube, dass wir hier in Deutschland auch sehr gute Ziele haben. Unbedingt, ja. Deswegen wird es bei mir wahrscheinlich keinen Urlaub Genau. geben. Du hast Betriebswirtschaft studiert. Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du jetzt zu diesem besonderen Fach gekommen? Das würde mich noch interessieren.
Also ich bin in der Gastro, seitdem ich eigentlich 18 bin. Ich habe immer neben der Schule, neben dem Studium, ich habe in Nürnberg BWL studiert, ja, tatsächlich. Und habe eigentlich immer gesagt, also nach meinem BWL-Studium habe ich mal gesagt, ach super, jetzt bin ich endlich erwachsen und jetzt werde ich nicht mehr in die Gastro gehen. Und dann habe ich meinen Master angefangen und wo bin ich gelandet? Wieder in der Gastro. Und nach meinem Master habe ich gesagt, Mensch, jetzt bin ich endlich erwachsen und jetzt werde ich nie wieder in der Gastro sein. Und 2 Jahre später war ich dann Vollzeit in der Gastro. Aber du siehst glücklich aus damit. Ja. Ja, tatsächlich. Also so viele Hürden es auch hat und so anstrengend es auch ist, selbstständig zu sein. Aber ich glaube, das ist bei sehr vielen selbstständigen Berufen so. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr schön. Und weil man sich tatsächlich auch verwirklichen kann. Belohnung. Gibt es sowas wie Belohnung für dich? Ja, tatsächlich Ja. Urlaub leider. Urlaub und Zeit auch mit der Familie, weil ich das, seitdem ich selbstständig bin, wirklich sehr wenig habe. Und das ist dann doch eine sehr schöne Belohnung über all dem, was vielleicht man sich auch materiell mal kauft, ist das doch die Belohnung, wo man sagt, ja, das habe ich mir jetzt verdient. Und Luxus, was ist für dich Luxus? Für mich Luxus. Tatsächlich wieder Urlaub. Also gerade in der Gastronomie, weil man sich ja natürlich auch jedes Mal rechtfertigen muss, wenn man auch mal im Jahr 10 Tage weg ist und keine 30 wie andere vielleicht. Also ich glaube, Urlaub ist wirklich eine der größten Luxusangelegenheiten, die man so hat. Weil man natürlich auch nicht präsent ist, dann, Klar. boah, dann fällt es natürlich sehr auf. Meine, es ist ja schön, wenn die Gäste einen vermissen, ja. Ja, Auf der anderen aber Seite, ich habe ein super genau. Team, also von dem her, Okay, da gut, mache passt ich mir so. gar keine Sorgen, wenn ich nicht da bin. Wenn man einen Corona-Burger machen müsste, was müsste da drauf? haben wir tatsächlich vorgehabt. Ich sag mal, was in unserem Corona-Burger drauf, vielleicht kommt er noch, ich bin mir nicht sicher. Wir sind relativ, also wir haben sehr viel Humor, nur manchmal verstehen vielleicht andere unseren Humor nicht ganz. Wir haben tatsächlich eine Spritze mit Käse, mit flüssigem Käse, der in den Burger steckt. Und dann kann man sich seine Injektion selber setzen, wenn man möchte. Aber ich kann dann sagen, ein Cheeseburger als Corona-Burger oder Ja, so ja, ungefähr. so, Also wir sind ja genau. nie so, dass wir sagen, es ist nur ein Cheeseburger, sondern dann kommen zig andere Sachen drauf, was vielleicht nicht schlecht wäre. Was wir jetzt zum Beispiel haben auf dem Burger ist eine Craft Beer Soße. Also dann würde man wahrscheinlich ein bisschen noch kreativer gehen. Ja. Okay, ich kann mir das so ungefähr vorstellen. Ja, genau. Bücher, liest du Bücher? Hast du Zeit zum Lesen? Früher habe ich sehr viel gelesen, sehr, sehr viel. Also dann auch irgendwie in jedem Urlaub habe ich dann mindestens 2 Bücher gelesen. Habe ich die letzten 2, 3 Jahre nicht mehr gemacht. Habe es jetzt tatsächlich, habe ich mir ein paar Bücher gekauft. Ich habe sehr wagemutig angefangen mit Krieg und Frieden. Habe dann aber tatsächlich, es war eine sehr schwere Kost und bin dann sehr schnell auf 1, 2 andere Bücher übergegangen, die einfacher zu verdauen sind. Und da gab es ein Buch, das ist aber so ein ganz kleines, was innerhalb von einem Tag zu lesen ist. Das ist Das Café am Rande der Welt. Das passt sehr gut zu der Zeit. Und ein Buch, das ist von André Costolani, Die Macht über Geld nachzudenken, so ungefähr heißt das Buch. Auch sehr interessant, was die Börse macht in der Zeit, was es für Auswirkungen alles hat. Genau, das sind Okay, so die Bücher, die ich gut. jetzt gerade bei mir habe.
Werden wir am Schluss noch einblenden, den Abspann, die Titel. Dann kann jeder dann nachlesen. Vor allem Krieg und Frieden. Vor allem Krieg und Frieden. Ja gut, das ist ein Werk fürs Leben. Ich habe es auch nicht gelesen, also von dem her. Das habe ich schon ein paar Mal vorgehabt. Genau. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt bin ich stark genug, aber nein. Genau. Ihr schenkt ja bei euch, ich sage jetzt mal normales Bier aus, aber auch jetzt hier Spezialitäten, Craft Bier. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen jetzt normalem Bier und Craft Bier? Ja, das Schöne, also für mich einer der größten Unterschiede, Nummer eins natürlich, also es ist, ein normales Bier ist eher für die Masse gedacht, was auch den Geschmack angeht. Ja. Mhm. Beim Craft Bier merkt man, da kommen Geschmäcker wie Grapefruit, wie Melone, wie ich weiß nicht was alles raus, zitronig. Wenn man dann auf einer Messe ist, dann lernt man gerade auch dann die Bierbrauer kennen. Und das sind ganz, ganz tolle Geschichten dahinter. Und das fand ich ganz toll und wollte es auch unbedingt unterstützen. Gerade auch so mit jungen Menschen. Also es sind auch sehr viele, wie gesagt, manche machen es aus Jux und Tollerei und ist ganz tolles Konzept dahinter beim Craft Beer. Natürlich auch ein Hype, aber ganz tolles Konzept dahinter. Also kann man auch lernen, Bier selber machen. Ja. 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 Okay. Wäre was vielleicht für die Rente dann. Genau. Wunderbar, wir sind schon am Schluss. Mhm. Genau, unsere berühmten 5 Fragen zum Schluss. Oh Sätze Gott. Beenden. Genau. Sätze beenden, ja. Okay. Corona ist. Corona ist eine sehr starke Herausforderung. Und kann aber auch eine Chance sein für viele. Ein Tattoo ist? Fürs Leben auf jeden Fall. Wien ist? Die wunderbarste, tollste und beeindruckendste Stadt auf diesem Planeten. WhatsApp ist? Eine sehr tolle Erfindung und ein Kommunikationstool. Selbstständig sein ist? Wie Corona auch. Es ist wirklich eine Herausforderung, aber es kann auch eine Chance sein. Okay. Ja. Vielen Dank, Anna. Nicht zu danken. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, klicken Sie rechts unten abonnieren, bitte. Dann verpassen Sie keine neue Serie von Schwarz und Weiß. Vielen Dank dir, dass du hier Nicht warst. Zu danken. Genau. Sehr Wir gerne. Sehen uns. Tschüss. Ciao.